Ausbeutung von Mitarbeitern, Unternehmen, die Sozialkosten nicht bezahlen, die ihre Beschäftigten in schlechte Arbeitsverhältnisse zwingen, in Zeitarbeits- oder Werksverträge, mitunter sogar Scheinselbstständigkeit. Über das haben Journalisten hundertfach berichtet, Skandale aufgedeckt in der Schlacht- oder Automobilindustrie, bei Drogeriemärkten, Paketzustellern. Ein Missstand aber wird totgeschwiegen. Davon hört und liest man nichts, keine fetten Schlagzeilen, keine aufrüttelnden Reportagen. Keiner redet darüber. Denn alle haben Angst. Denn es geht um die Journalisten selbst, die zu Tausenden in fragwürdigen Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden. Janina Kalle. Ich bin bekannt hier in der Stadt. Von den ganzen Leuten, mit denen ich zu tun habe, denken ja viele, ich bin Redakteurin. Ich bin fest angestellt, weil ich ja auch immer für die Themen aus meinem Ressort ansprechbar bin. Das wissen viele einfach nicht. Es ist schon interessant, wie einen die Leute von außen so sehen. Eine freie Mitarbeiterin packt aus. Ihr Arbeitgeber, ein großer deutscher Verlag, führt keine Sozialabgaben für sie ab. Seit Jahren. Das ist Sozialbetrug. Deshalb möchte sie unerkannt bleiben. Der Trick? Sie wird vom Verlag als freie Journalistin abgerechnet. Ihr Arbeitsalltag ist der einer festangestellten Redakteurin. Genau so funktioniert Scheinselbstständigkeit. Es ist morgens eine feste Konferenz, wo wir alle dran teilnehmen müssen. Wir müssen auch pünktlich da sein, sonst gibt's Ärger. Wenn man Urlaub macht, muss man das mit anderen Kollegen absprechen. Ich arbeite nur für diesen Verlag. Ich habe überhaupt keine Zeit, was anderes zu machen. Es sind 6-7 Tage die Woche teilweise. Mit Überstunden, die überhaupt nicht abgerechnet werden. Die Betroffenen reden über diese Problematik deswegen nicht offen, weil es schlicht und einfach für sie häufig keine wirtschaftliche Alternative gibt. Wenn sie als Freiberuflerin auf diese Zusammenarbeit angewiesen sind, dann werden sie natürlich diese Zusammenarbeit auch auf dieser unerfreulichen Basis so lange als möglich fortführen. Auf Scheinselbstständigen lastet ein hoher Druck. Beim Hamburger Abendblatt haben jahrelang feste und freie Journalisten nebeneinander gearbeitet. Dann hat der neue Besitzer die Funke Mediengruppe aufgeräumt und hat das Arbeitsverhältnis mit einigen freien Mitarbeitern nicht fortgesetzt. Das war letztes Jahr und es sind ungefähr 10-12 Leute. So genau wissen wir das nicht, weil das eben ja auch Privatverträge sind. Da gibt es keine Auskunftspflichten gegenüber dem Betriebsrat. Und die sind zum Teil recht hart getroffen worden. Also deshalb haben wir davon auch erfahren, weil dann einige Leute einfach das Bedürfnis hatten zu reden. Nach 10 Jahren müssen Kollegen auf einmal gehen. Ohne jede Kündigungsfrist. Sie sind eben frei. Festangestellte Journalisten genießen Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bekommen Urlaubsgeld und vieles mehr. Und der Arbeitgeber zahlt 50% der Renten, Kranken- und Pflegeversicherung. Freie Mitarbeiter, die oft denselben Job machen, müssen 100% ihrer Sozialversicherung selbst zahlen. Und sie haben eben keinerlei Kündigungsschutz. Einige Scheinselbstständige schaffen es in die Künstlersozialkasse, aber nicht offiziell. Denn die Ersatzversicherung ist eigentlich nur für wirklich Freie gedacht. Hier zahlt der Steuerzahler mit bei den Sozialabgaben. Für die Verlage ist es natürlich wirtschaftlich viel interessanter, freie Mitarbeiter zu beschäftigen, weil sie keine Fixkosten aufbauen, die Leute von jetzt auf gleich vor die Tür setzen können. Also wenn es mal schlechter wird, haben sie sehr schnell die Möglichkeit, Kosten abzubauen. Und außerdem müssen sie ja keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Ich hatte mir den Knöchel angebrochen und ich habe dann auch gesagt, ich will ins Büro kommen und dann Telefondienst machen oder irgendwas, was halt ansteht, erledigen. Einfach, weil ich das Geld brauche. Und dann wurde mir gesagt, wie würde denn das aussehen, wenn jemand in so einem Zustand ins Büro kommen würde? Rund 27.000 freie Journalisten gibt es laut DJV in Deutschland. Wie viele genau davon scheinselbstständig sind, ist schwer zu ermitteln. Man kann sagen, dass es durchaus Redaktionsbereiche gibt, wo die sogenannten Scheinselbstständigen oder besser formuliert die Arbeitnehmerähnlichen oder auch auf Basis eines verdeckten Festanstellungsverhältnisses Beschäftigten etwa ein Drittel der Redaktion ausmachen. Medienhäuser prellen dabei nicht nur die Journalisten. Scheinselbstständigkeit ist Sozialbetrug. Dumont Schauberg wird gerade von den Behörden überprüft. Verdacht auf scheinselbstständige Arbeitsverhältnisse. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine hat 2014 laut Verdi etwa ein Dutzend Arbeitsverträge umgewandelt, nach einer Prüfung der Rentenkassen.
Axel Springer hat sich nach einer internen Compliance-Untersuchung 2014 sogar selbst angezeigt. Verdacht auf Sozialbetrug. Keiner der Verlage gibt Zapp dazu ein Interview. Es ist durchaus quantitativ auffällig. Ich will da nicht spekulieren, aber mir scheint es dringend notwendig, dass die Medienhäuser da die Konsequenz ziehen und die Journalistinnen und Journalisten weiter beschäftigen, dann eben aber auf Basis der entsprechenden rechtlichen Vorgaben. Aber darauf warten viele scheinselbstständige Journalisten vergeblich. Sie spüren die Krise der Verlage am stärksten. Es war eigentlich immer mein Traumjob. Ich habe Schulpraktika gemacht, ich habe während der Uni gearbeitet, auch immer als Freie. Und es ist was, was ich gut kann. Ich habe auch Spaß daran. Aber langsam zählen das Geld und die Sicherheit mehr als der Spaß. Damit verliert auch der Beruf an Wert. Und in Deutschland nimmt die Zahl der scheinselbstständigen Journalisten laut Gewerkschaften immer mehr zu.